Rainer Reack hat Informatik und Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin studiert, bei einem ehemaligen Dortmunder, unter anderem bei Wolfgang Keu. Die ganz Alten werden sich an ihn erinnern, nehme ich mal an. Aktuell ist er Doktorand am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Er war nach dem Studium einige Jahre als Berater in Sicherheitsfragen und als Datenschutzbeauftragter oder als Berater in Datenschutzfragen unterwegs. Er spielt Bass in einer Metalband und ja, liebt ansonsten noch den gesunden Menschenverstand. Okay. Okay, wunderbar. Du kannst mich jetzt noch verkabeln. Genau. Okay, sehr schön. Sehr gut. Ja, das ist hier so ein Mikrofon in der Darth Vader-Ausführung. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich wurde ja hier eingeladen, um das Programm so ein bisschen abzurunden. Und habe mir gedacht, gut, wenn ich es abrunden soll, dann können wir so im Sinne der Balance auch einmal ein bisschen die größeren Fragen stellen und vielleicht auch ein bisschen kritischere Fragen zur Blockchain. Deswegen habe ich, weil wir wissen, es gibt so verschiedene Proof of Work und Space und Proof of Stake und so weiter. Und ich habe das mal überschrieben mit Proof of Ignorance, weil meiner Meinung nach viele Blockchain-Anwendungen tatsächlich ignorieren, welches Problem sie lösen wollen. Das funktioniert trotzdem, weil wir, und es ist auch nicht schlimm, ja, in einer Welt leben, wo es genügt, jemanden davon zu überzeugen, dass das eigene Produkt gut ist. Und wenn die andere Person das auch findet und es kauft, dann ist quasi der Deal über den Tisch und im Endeffekt sind vielleicht sogar beide froh. Das ist kein Problem, solange es um Commodities geht und da kann man auch rumexperimentieren. Aber in dem Moment, wo man hört, es geht darum, das Geldsystem zu reformieren oder sozusagen Utilities, also Strom, Wasser und solcher Art von Dingen sozusagen ganz wesentlich an die Blockchain anzuhängen oder an irgendwelche Blockchain-Technologien, dann werde ich sehr hellhörig und will dann sozusagen mal auf Herz und Nieren überprüfen. Das bezieht zum Beispiel nicht so Ideen, wie wir vorher gehört haben. Das finde ich ein sehr interessantes Projekt auf alle Fälle. Aber das geht darum, wenn es sozusagen in infrastrukturellen Richtungen geht, ne? Sowas wie Währung und sowas. Okay, also erstmal zu mir. Ich wurde ja schon ein bisschen eingeführt. Ich weiß nicht, ob die Folien hier üblicherweise zur Verfügung gestellt werden, deswegen ist die Folie ein bisschen voll. Ist nur, um meinen Hintergrund so ein bisschen klar zu machen. Das Weizenbaum-Institut, falls nicht bekannt ist, das Deutsche Internetinstitut. Es gibt seit einem Jahr erst, also wem das noch nicht bekannt ist, keine Sorge, es ist recht neu. Was mich besonders interessiert, sind immer Technikzuschreibungen. Das heißt, wir gerade, die hier wahrscheinlich größtenteils aus der Informatik kommen, wir wissen halt, wie Dinge funktionieren. Aber es ist immer noch ein zweiter Punkt, wie darüber gesprochen wird und was Menschen glauben, wie es funktioniert. Weil tatsächlich der Einsatz dadurch entschieden wird, was Menschen glauben, was es kann, nicht was es tatsächlich dann tut. Und aus dieser Differenz entstehen so einige Probleme, die wir so kennen. Genau, beruflich ist das sozusagen. Ich bin außerdem auch noch aktiv im Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Das ist ein Verein, den es so seit 35 Jahren gibt, die eben genau sagen, wir als Technikerinnen und Techniker kennen uns mit den Sachen aus und wir müssen, je mehr so die Technik in die politisch-gesellschaftliche Sphäre eindringt, umso mehr müssen wir erklären, wie Dinge funktionieren, damit man die auch diskutieren kann. Bei vielen Dingen, ne, Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, da merkt man schon so eine bestimmte Richtung, aber bei vielen Dingen ist der erste Schritt überhaupt erstmal verstehbar zu machen, wie da so die technischen Eigenschaften zusammenhängen, um dann als Gesellschaft zu finden, okay, das setzen wir dafür ein, das finden wir gut oder da müssen wir irgendwie Grenzen setzen. Außerdem Gesellschaft für Informatik bin ich auch in der Gruppe Informatik und Ethik und bei Amnesty International in so einer TECO-Expertengruppe Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Ja, nur, dass einfach hier so klar ist, einfach sozusagen, wer hier spricht. Okay, also ich werde jetzt ein paar Sachen über Blockchain und Bitcoin sagen und wir werden dann einen Schritt zurückgehen und ein paar grundsätzliche Fragen stellen. Es fielen ja jetzt so Begriffe wie irgendwie vertrauenslos und verteilt und so weiter. Und gerade wenn es darauf ankommt, glaube ich, muss man genau diese Begriffe nochmal hinterfragen, wer die warum an welcher Stelle gebraucht hat und ob wir, wenn wir das jetzt gesellschaftlich einordnen, tatsächlich dabei bleiben können, diese Begriffe zu verwenden.
Ne, das ist ein Beispiel hier vom Economist. Da sieht man so, Blockchain ist die Trust Machine. Und was die Welt antreibt, ist dann eben Bitcoin. Ne? Also drunter machen wir es ja nicht. Es muss ja alles immer Disruptive Innovation sein. Sprunginnovation heißt es ja jetzt im Deutschen, habe ich gelernt. Und die Sachen, wenn ich jetzt über Bitcoin oder Ethereum rede, rede ich nur darüber, weil das tatsächlich Blockchain-Ideen sind, die schon sehr weit verbreitet sind, also im Verhältnis, und die tatsächlich im Einsatz sind und, wie wir vorhin gehört haben, auch als Backbone für andere Anwendungen gelten. Ne? Das sind die Sachen, die ich sage, die sind auch auf andere Blockchain-Anwendungen zutreffend. Zumindest ist es so angelegt. Ne? Das sind immer nur beispielhaft. Und vielleicht noch ein Disclaimer vorneweg. Ich bin der Ansicht, dass man die Möglichkeiten von Technologien und auch die Begrenzungen richtig verstehen muss, aber nicht, weil ich gerne in der Höhle leben möchte, wo es nur noch Kerzen gibt, weil da alle Technik weg ist, sondern weil es mir darum geht, die tatsächlich guten Einsatzzwecke dann auch wirklich voranzubringen. Und das schaffen wir nicht, wenn wir vorher die restlichen, sozusagen das Zehnfache an anderen Einsatzszenarien nicht richtig hinterfragt haben und dadurch da unsere Zeit, unser Gehirn und unser Geld drauf verwendet haben, wo eigentlich, wenn man sich da ein bisschen vorher sozusagen reflektiert hätte, man sich das hätte sparen können, weil das Einsatzszenario sowieso nicht funktioniert. Also mein Punkt ist nicht zu sagen, schmeiß den ganzen Kram weg, sondern mein Punkt ist, lass uns die Sachen raussuchen, für die es wirklich gut gedacht ist, und dann können wir die aber auch dafür einsetzen. Meiner Ansicht nach sind es nicht ganz so viele, aber dann starten wir jetzt mal. Okay. Also, erstens Blockchain. Es geht immer um Vertrauen irgendwie. Ja, also ich will mal ein paar Worte dazu äußern. In den Sozialwissenschaften gibt es was, das nennt man generalisiertes Vertrauen. Das ist nicht Vertrauen sozusagen in bestimmte Menschen, ne, das ist auch wichtig, aber so überhaupt. Also ne, in der Physik würde man sagen, dass die Wände nicht auf einmal schmelzen. Oder dass wenn ich morgen hier an diese Stelle komme, dass der Hörsaal hier immer noch ist. Aber Vertrauen heißt an der Stelle eben auch sowas wie, ich fahre mit 200 km/h auf der Autobahn und um mich rum sind Autos, die fahren alle auch 200. Und klar ist, dass all diese Menschen mit einem kleinen bisschen Lenkrad verrücken, uns alle umbringen könnten. Das tun sie aber nicht. Das weiß ich nicht, ich kenne die anderen ja überhaupt nicht. Ne, also, aber trotzdem vertraue ich drauf. Und deswegen, sonst würde ich ja nicht Autobahn fahren. Ne, oder genauso, okay, manche hören jetzt vielleicht auf, Autobahn zu fahren. Ich wünsche viel Spaß dann mit den DB-Zugfahrerinnen und Zugfahrern. Denen muss man natürlich genauso vertrauen. Aber das ist natürlich genau das Gleiche und da hat viel hat sich eingeschliffen. Man merkt so, okay, bis jetzt bin ich nicht ums Leben gekommen bei der Tätigkeit X, deswegen wird es morgen wahrscheinlich auch passieren. Aber es gibt auch bestimmte Strukturen, die sorgen dafür, dass wir dieses Vertrauen aufrechterhalten haben. Das heißt also, wenn ich zum Bäcker oder zur Bäckerin gehe, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass mich die Brötchen gleich vergiften. Dann kann man sich mal, nachher kommen wir noch drauf, mal überlegen, warum ist das eigentlich so? Finde ich die BäckerInnung so vertrauenswürdig oder gibt es da andere Mechanismen, die tatsächlich Vertrauen schaffen? Genau, ne, also auch Menschen und Intermediäre, den Begriff haben wir jetzt auch ein paar Mal schon gehört. Also vermittelnde Instanzen, kann man immer sagen. Ne? Notare, die überforderten Juristinnen und Juristen, die vorhin angesprochen worden sind, die gehören da eben auch dazu wie Banken. Okay, aber Blockchain, was versucht denn die Blockchain überhaupt? Ja, die Blockchain löst ein technisches Problem, das nennt sich Network Consensus. Das heißt, wir haben ein Netzwerk aus verschiedenen Knoten und diese Knoten daddeln so alle vor sich hin und brauchen aber, man sagt dann immer, ein gemeinsames Bild über einen Gegenstandsbereich. Das heißt, wenn die Blockchain sich mit Murmeln beschäftigt, dann müssen alle wissen, wie viele Murmeln gibt es, von welcher Farbe und wo sind die gerade. Ne? Wenn der Gegenstandsbereich ist, sind die Hörsäle gerade alle frei oder besetzt, dann muss klar sein, wir sind uns darüber einig, wie viele Hörsäle es gibt und dass die eben nicht gleichzeitig besetzt werden und so weiter. Gegenstandsbereich, das heißt, es ist ein Anwendungskontext. Und das kann man aus verschiedenen Arten organisieren. Zentral kann man das organisieren, wie zum Beispiel eine Hochschulverwaltung. Im Technischen kennen das wahrscheinlich auch einige, so da DNS, ne, die Namensauflösung, da gibt es so Root-Server, also ne, die Wurzel, in der Informatik ist die Wurzel ja immer oben. Und nach unten hin gehen dann sozusagen, die kommunizieren dann, welche IP-Adresse gehört zu welchen Namen. Und das ist eben so eine zentrale Art, die ist sehr ressourcensparend, sie ist sehr effizient, aber wir haben natürlich das Problem, dass wir dieser zentralen Autorität dann irgendwie glauben müssen. Ja, das Gleiche ist auch mit Datenbanken generell. Ne? Die Person, die die Datenbank betreibt, der muss dann eben vertraut werden. Und die Blockchain sagt dann eben, naja, wir machen das ganz anders. Hatten wir ja heute schon ein paar Mal gehört. Ich will trotzdem sozusagen noch eine andere Blickrichtung drauf hinzufügen. Die sagt, ja, ist doch schön, aber wir lassen die Knoten das einfach alle selber machen. Wir nehmen nicht eine zentrale Entität, die das für uns macht, sondern wir machen das selber. Man könnte sagen, es ist so eine Art Selbstermächtigung der Netzwerkknoten, dass die technisch verhandelt dann zu einem Stand kommen, wo sie sich einig sind, das ist der Fall.
so viel ist auf dem Konto von der Person, so viel hat die ausgegeben und so weiter. Das sind all diese Sachen, die wir vorhin gehört haben. Ja, und die Eigenschaften sind dann eben public, also es ist öffentlich, immutable, also unveränderbar, trustless oder dezentral, sehen wir nachher. Und Ledger ist eben ein Verzeichnis, würde man heutzutage sagen. Dabei ist die Blockchain, so wie wir es vorhin schon die ganze Zeit gehört haben, die Blockchain selber ist eine Generalisierung des Bitcoin-Prinzips. Ne? Das erste, Satoshi Nakamoto kam ja nicht an und sagte, hier habt ihr eine Blockchain, sondern er meinte, ihr habt da Bitcoin. Und das auf andere anzuwenden, ist quasi eine Generalisierung, so nennt man das dann. Ich gehe nicht weiter darauf ein, Finanz- und Vertrauensfiasko 2008, also die ganzen Zocker, Gangster, die quasi eigentlich, wo wir immer noch alle unter den Schäden und unter den Handlungen leiden, die haben genau auch dafür gesorgt, dass die sogenannte Crypto-Libertarian Community, die eben sagt, wir wollen keinen Staat, wir wollen keine Institution, die hauen uns alle übers Ohr, und das war genau die Bestätigung dafür, wir müssen das selber machen, wir müssen selber verschlüsseln, Kryptografie, ne? Die Mathematik ist auf unserer Seite. Das hat ja, das war ja auch so ein Snowden-Zitat so ein bisschen, also es war natürlich 2008 ein bisschen vorher, aber zu sagen, die Mathematik ist quasi unser Freund. Und was die eben gesagt haben, ja, die Banken, wenn die uns sowieso immer nur bescheißen und die Politik wird uns auch nie helfen, das sehen wir ja jetzt auch, ne? Wer wurde gerettet? Die Banken. Welche Konsequenzen daraus? Keine. Wo sogar die Banken teilweise, ne, das kennt man so aus Gesprächen, verwundert waren, okay, Obama lädt die jetzt alle ein und da kommt jetzt nicht ein neuer Deal oder sowas, sondern macht das mal bitte nicht nochmal. Ja, machen wir. Genau. Ihr kennt das Ganze, aber genau das ist natürlich immer Wasser auf die Mühlen von Leuten, vertraut keinen Institutionen. Und es ist ja auch, ne, diese Ohnmacht, ich glaube, die kennen wir selber ja alle auch, so dieses, ein gewisser Herr Middelhoff sagt, aber Sie können sich doch nicht vorstellen, wie soll man denn von 20.000, 30.000 Euro im Monat leben? Stellen Sie sich doch mal vor, wie kann man denn davon leben? Ne, ja. Okay, und genau das ist natürlich das Öl ins Feuer gegossen an der Stelle. Okay, wichtig ist dabei aber, wenn wir diese Geldtransaktionen irgendwie vertrauenslos und dezentral haben, dann müssen wir auch mal gucken, was ist denn die Idee, wo kommt denn das her? Das heißt, das Vertrauen, was da notwendig ist in Banken, es verschwindet ja nicht, es ist ja nach wie vor, ist ja ein Bedarf da zu verstehen, wie kommt denn dieser Konsens zustande? Deswegen gucken wir uns mal ganz kurz an, was ein Mechanismus ist, der das irgendwie sicherstellt. Weil wir können ja nicht die schwarze Box nehmen und sagen, das hier löst dein Vertrauensproblem. Ja, wie funktioniert denn das genau? Naja, da musst du halt drauf vertrauen. Naja, das ist, so geht es ja nun nicht. Also, was ist die Idee? Naja, die Idee ist bei Bitcoin an der Stelle, es ist Proof of Work Mining. Das heißt also, alle Knoten versuchen gleichzeitig ein bestimmtes Problem zu lösen, und wenn sie das Problem gelöst haben, nehmen sie alle Transaktionen, die gewünscht sind, packen die in einen Block, und dieser Block wird dann im Netzwerk verteilt, und weil sozusagen jemand am schnellsten war, diese Lösung rauszufinden, ist das der gültige Block. Und da ist noch eine Referenz auf den vorherigen Block drauf, und deswegen entsteht dadurch eine Kette. Und der nächste und alle anderen versuchen dann gleichzeitig, den nächsten Block zu generieren aus den Transaktionen, die so rumfliegen, aus den Wünschen, ne? Irgendwie Carla überweist Geld an Hans und so weiter, packt das alles auch wieder in den Block, und der erste, der fertig ist, hat sozusagen den nächsten. Und dadurch, dass dieses Block generieren selber auch wieder Geld erzeugt, ist es das Incentive, dass alle das gleichzeitig probieren. Das heißt also, das ist ein Wettbewerbs- oder Konkurrenzmodell, weil natürlich die Person, die als erstes fertig ist, kriegt das Geld, macht den nächsten Block, und alle anderen können ihre ihre Berechnungen bis dahin wegwerfen und fangen mit dem nächsten neuen Block an, weil bringt ja nichts, der zweite, der fertig ist, der kriegt ja das Geld nicht, weil alle anderen ja schon angefangen haben, auf dem nächsten Block wieder zu arbeiten, mit der Hoffnung wieder, die Belohnung dafür zu bekommen. Das heißt, das ist ein klassisches Winner-Takes-It-All-Prinzip, das ist nicht kooperativ, sondern ist konkurrenzorientiert. Jetzt ist die Idee natürlich interessant, also wenn dann hier irgendwie so Tischrechner und Telefon und so weiter, alle treten gegeneinander an, und die Idee ist, mal gewinnt der, mal der, mal der, mal der, das heißt, niemand kontrolliert die Transaktionen, niemand kann sagen, nö, diese Transaktion, die ist von Klaus, den mag ich nicht und deswegen unterdrücken wir die jetzt, oder wir passen auf, ne, dass wir die irgendwie Double Spending und diese Geschichten. Die Annahme dabei ist natürlich, dass alle Akteure gleichmächtig sind. Klassischerweise bei den Crypto-Libertarians, die sagen natürlich auch, ja, wenn die NSA euch überwacht, ne, komme ich nachher noch mal kurz drauf, dann müsst ihr halt eure Mails verschlüsseln.
Ich bin da voll dabei. Wie ihr am Anfang gesehen habt in der Eingangsslide, mein Fingerprint, wenn ihr mir noch Fragen dazu schreiben wollt, schreibt mir die gerne PGP verschlüsselt. Aber da sind nicht alle ungefähr drauf und dran, ihre Systeme immer up-to-date zu halten und so weiter. Das heißt, die Akteure sind eben nicht alle gleichmächtig. Das heißt, die Annahme, dass alle Knoten eben rechnen und gleich stark sind und mal ist es der und mal ist es der und so weiter, die ist ja überhaupt gar nicht gegeben. Was wir nämlich sehen, gerade bei Bitcoin und bei anderen Blockchain-Projekten, wenn die größer werden und finanzielle Incentives haben, wird das genauso sein. Aktuell ist 60% der Hashpower, also 60% der gesamten Rechenpower, also es gibt verschiedene Berechnungsmöglichkeiten, manche sagen 50, manche sagen 60, ist in den Händen von einer chinesischen Firma. Bitmain heißen die. Das ist, ne, wer sich jetzt auskennt, ja, das ist eine Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten, die das und so weiter geschenkt. Für den Punkt jetzt hier so oberflächlich lasse ich es aber, eine Vereinfachung erklären. 60% sind in der Hand von einer chinesischen Firma. Das klingt nicht nach dem Dezentralisierungsversprechen, was wir eigentlich unterschrieben haben bei dieser Blockchain-Geschichte. Das heißt also, ne, und so sieht es aus. Moment. Okay, zu schwach. Ja, da ist es. So sieht es dann aus, ne? Diese Bitmain-Geschichten. Das sind Lagerhallen voll mit ASICs, also mit hochspezialisierter Hardware. Und wenn wir uns erinnern, das Modell von Bitcoin ist, Winner takes it all, dann kann ich mich zwar total partizipativ fühlen, wenn zu Hause mein Laptop auch selber meint, aber gegen die habe ich natürlich überhaupt keine Chance. Das heißt, rein theoretisch ist es komplett dezentral, praktisch ist es absolut zentralisiert. Und zwar ist es zentralisierter als das aktuelle Finanzsystem aktuell. Da gibt es nämlich verschiedene Länder mit verschiedenen Banken und so weiter. Ne? Also alles nicht toll, ich finde die auch furchtbar. Man erkennt eine Lösung, wenn man sie sieht, aber die ist es halt nicht. Das heißt, da müssen sich Sachen ändern. Ne? Ich finde auch, da kann man vielleicht auch dran schrauben und so weiter, aber das ist es nicht. Das heißt, die Dezentralität ist eine Illusion, das ist ein Label, mit dem man Blockchain gut verbreiten kann, aber faktisch bei den Systemen, die man so sieht in der Welt, ist es eben leider nicht gegeben, weil in die Technik zwar eingebaut ist, dass sie dezentral startet, sie hat aber keinen Mechanismus, die Dezentralität weiterhin sicherstellt. Und selbst dann, wenn ich sage, ich habe 100 Knoten und die sind alle gleichberechtigt, selbst wenn ich das technisch sicherstelle, was mache ich denn, wenn eine Person sehr viel Geld hat und kauft sich 99 Knoten, dann ist es zwar technisch immer noch dezentral, aber in Bezug auf Machtfragen ist es nicht mehr dezentral. Das heißt, das kann die Technik gar nicht abbilden an der Stelle. Da kommen wir zu einem Problem. Okay. Nur noch eine Aussage zu der Manipulationssicherheit. Man kann sich ja mal fragen, so wie ich jetzt die Blockchain vorgestellt habe, ob die Tatsache, dass zum Beispiel dass Bitcoin noch nicht gehackt worden ist, ob das daran liegt, dass das alles irgendwie verteilt berechnet wird, oder ob es daran liegt, dass es ein Kontensystem ist, was öffentlich geführt wird. Das könnte man natürlich auch auf einer öffentlichen einzelnen Datenbank nachrechnen, ob diese Transaktionen hinhauen. Das hat ja nichts mit der Blockchain zu tun. Und dass es mit einem Public-Private-Keep-System funktioniert, hat eben auch nichts mit der Blockchain zu tun. Ne? Ich kann ja genau diese Zuweisung, ich habe eine Transaktion gemacht, ja, zu welchem Private Key gehörten die? Ja, zu diesem Key. Ne? Das sind diese Logik, E-Mails zu signieren, was Firmen seit Jahrzehnten machen, Dokumente signieren und so weiter. All das geht natürlich auch wegen dieses Public-Key-Private-Key-Systems. Das hat auch erstmal nichts mit der Blockchain zu tun. Die Blockchain war nur sehr gut, das jetzt zu popularisieren. Aber wir, die so ein bisschen mehr quasi aus der technischen Ecke kommen, sollten diesen Unterschied schon sehen. Warum dieses Gesamtpackage funktioniert, wegen bestimmter Aspekte, die aber genau nicht die sind, die immer beworben werden. Okay. Das heißt also, weil die wenigsten auch so eine Wallets haben, sondern sagen, hey, wenn ich bei dem Exchange, wie sie alle heißen, ne, bei so einem Exchange, wo ich aus Euros oder aus sozusagen traditionellen Floating Fiat-Währungen Bitcoins machen kann, viele von denen bieten auch gleich an, noch Wallets zu haben, was viele Menschen aus Bequemlichkeit auch tun, dann kann man überlegen, die Idee war ja eigentlich anzutreten, um dieses traditionelle System irgendwie loszuwerden. Und was sich gerade herausstellt ist, das Mining wird zentralisiert über eine Firma in China und die Leute haben auch nicht alle selber eigene Wallets, sondern sie haben ihre Wallets bei den Exchanges. Und diese Exchanges, gerade in China, werden die gerade ganz krass reguliert. Und Regulierung, naja, jetzt haben wir wieder Zentren und wieder Gatekeeper. Und das ist sozusagen bei dem System, was man tatsächlich, eins von den beiden Systemen, Ethereum und Bitcoin, die man tatsächlich im echten Einsatz, in der echten Welt mit sozusagen Politik und so weiter hat, sind exakt diese Gatekeeper wieder entstanden und zwar ganz woanders. Die sind nicht weg, die sind nur woanders jetzt. Das heißt, wenn man jetzt guckt, aber gibt es denn da Banken? Nee, Banken gibt es da nicht.
Aber das war auch nicht das Problem. Das Problem war ja nur die Bank im Bankensystem. Das Problem war die Zentralisierung. Und die haben wir da jetzt leider wieder. Okay, dann die Unveränderbarkeit der Blockchain. Nächster Punkt, was ja sozusagen gerne das Versprechen ist, zu sagen, für immer und ewig ist da der Eintrag. Man kann sagen, ja, also in Bezug auf zentralisierte Datenbanken ist die Idee von so einer unveränderbaren Kette der Geschichte, die ist in der Informatik ungefähr Mitte der 80er hochgekommen, nennt sich Hashchains. Ja, da kommt auch irgendwie Chain vor. Die Grundidee ist genau die gleiche, dass man Blöcke hat, in die man Transaktionen einträgt und jeder Block verweist auf den vorherigen. Nur das Ganze läuft dann eben auf einem Rechner. Also würde ich heutzutage ein Geschäftsmodell haben, würde ich sagen, das ist eine super Private Blockchain, die läuft nur auf einem Rechner. Das könnte ich auch verkaufen, mit Sicherheit. Irgendwer würde mir das geben. Genau, also Hashchains ist jetzt keine besondere Neuheit an der Stelle und die hat genau diese Funktion bloß eben nicht verteilt. Also trotzdem hochinteressant. Jetzt ist nur die Unveränderbarkeit. Warum ist die so interessant? Naja, wir haben ja ein verteiltes System mit Netzwerkknoten. Das heißt, wie können wir denn sicherstellen, dass die Unveränderbarkeit tatsächlich bei allen so gegeben ist, dass jeder Knoten das gleiche unveränderbar hält? Ne? Die müssen sich ja synchronisieren, das war ja die Idee. Und wie wir heute schon gehört haben, diese DAO, die da so ein bisschen schiefgelaufen ist am Anfang, das war eine Community-Entscheidung, zu sagen, nee, also dieser Bankrauf, dieser fiese Hack bei dieser Digital Anonymous Organization, der soll nicht stattgefunden haben. Und da hat die Community halt entschieden, nee, diese Geschichte, wir wollen aus den zwei möglichen Geschichten, dass das stattgefunden hat und dass es nicht stattgefunden hat, wollen wir die eine aussuchen, weil wir die irgendwie cooler finden. Ja, das ist jetzt so unveränderbar offensichtlich ja dann doch nicht. Wenn sich eine Auswahl von Leuten zusammensetzen kann, weiß nicht, ob die gewählt worden sind oder so, ne? Also ich weiß, dass sie nicht gewählt worden sind. Ich wollte nur mal ein bisschen provozieren. Die haben halt entschieden, nö, also das hat nicht stattgefunden. Das ist natürlich schön, dass die Mehrheitsentscheidung an der Stelle da umgesetzt worden ist. Aber wenn wir daran denken, an andere gesellschaftliche Prozesse, also wir machen auch barrierefreie Zugänge, auch wenn die Mehrheit die nicht braucht. Das ist so eine Frage, wenn wir uns in gesellschaftliche Prozesse hineinbegeben, ist auf einmal, ja, die Mehrheit hat ja gesagt, auf einmal hängt da noch ein bisschen mehr dran, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht, man hätte ja auch sagen können, ja, die Mehrheit der Leute fand das einfach nicht gut, dass das passiert ist, aber andere haben gesagt, ja, aber wir haben doch, unser Versprechen war doch, dass es sich nicht ändern kann, jetzt müssen wir da auch durch. Ne? Es gibt ja auch andere Regeln, nach denen man das entscheiden könnte. Und so richtig durchsichtig war es dann eben nicht. Im Endeffekt hat dieser dann nicht stattgefunden. Genau der Split mit Bitcoin Cash und Bitcoin Classic an der Stelle. Da ging es ja genau darum, da ging es um Blockgrößen, dann konnte man sich nicht einigen. Und im Endeffekt war das eine Diskussion zwischen zwei Machern, ne, tatsächlich männliche Form, ganz bewusst, die dann auch mit ihrer schillernden Persönlichkeit und das Vertrauen in die Personen damit argumentiert haben, hey, ne, das ist die bessere Möglichkeit, das so zu machen, wir müssen so und so weiter. Das heißt, die Diskussion war wieder nicht technisch mediiert, sondern das war eine Diskussion zwischen zwei Leuten und die Community hat sich halt entschieden, wer da irgendwie mehr popular ist und wer das bessere Argument hat vielleicht auch. Ne, aber das war die Aushandlung war nicht in der Blockchain an der Stelle. Und es gab auch Codefehler, ich glaube bei Ethereum war das, die war mal eine ganze Zeit lang, da gab es einfach einen Fehler und beim Ausrollen, die Knoten sind ja eben nicht alle gleichzeitig geupdatet und der Stand steht eben nicht gleichzeitig da, sondern ein paar Knoten hatten eine fehlerhafte Software, andere noch nicht und dann hat sich diese Blockchain auseinander parallel ein bisschen nebenher bewegt, dann gab es halt für eine kurze Zeit zwei Geschichten, bis das dann mit ziemlich viel Aufwand dann wieder zusammengekriegt worden ist. Diese ganzen Transaktionen mussten ja dann alle in den verschiedenen Geschichten müssen ja dann wieder koordiniert werden, sodass es wieder zusammengeführt wurde. Das heißt also, diese Unveränderbarkeit ist erstens technisch nicht zwingend gegeben und zweitens ist die Unveränderbarkeit eine Entscheidung, die die Gruppe, die diese Software verwenden wollen, ne? Wenn die sich einig sind, dass es unveränderbar ist, dann ist es unveränderbar und wenn die aber finden, dass wir das jetzt anders machen sollen, dann ist es anders. Ja, interessant an der Stelle. Das heißt also, die tatsächliche Weichenstellung kommt dann durch soziale Aushandlung, Regulierung und Konfliktlösung, war nicht das Versprechen. Okay, der nächste Punkt, jetzt kommen wir noch zu den Aussagen über die Realwelt. Das war ganz spannend, da hat ja diese Gruppe, Satoshi Nakamoto, selber ja auch gesagt, nativ digitale oder digitalisierte physische Güter können damit verhandelt werden. Ne? Nativ digitale Güter, das ist sowas wie Geld, was es nur digital gibt, ne? Da sprechen wir genau darüber.
Oder, und jetzt kommt halt der Knaller, digitalisierte physische Güter. Ja, was heißt denn das? Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Repräsentation dessen, was der Fall ist, um es dann, also eine digitale Repräsentation, um sie dann zu verarbeiten. Das heißt, klassisches Beispiel, mein Haus brennt ab, ich habe eine Versicherung abgeschlossen und in der Sekunde, wo mein Haus, wo sozusagen die Flammen die Grundmauern berühren, kriege ich das Geld ausgeschüttet, um mir ein neues bauen zu lassen. Das funktioniert total gut mit den Smart Contracts. Die Frage ist nur, jetzt gehe ich zur Versicherung und sage, ja, mein Haus ist komplett abgebrannt. Und dann sagen die, aha, woher wissen Sie denn das? Ja, das steht in der Blockchain. Ach so, und wie ist da reingekommen? Ja, da gab es halt diese Sensoren, die angebracht waren. Die haben halt gemessen, wie heiß das ist und so weiter. Und dann sagt die Versicherung, ja, aber diese Sensoren, die da hatten, die waren leider nur zertifiziert bis letzte Woche. Das heißt, jetzt können wir leider nicht sicher sein, was mit diesen Sensoren da gewesen ist. Ob ihr Haus wirklich abgebrannt ist in dieser, vielleicht ist das Haus aber auch schon, vielleicht diese Sensoren, die gemessen haben, ob sie das nicht selber gewesen sind, wie auch immer das aussah. Und auf einmal hat man eine Diskussion und die Frage ist, wie kommt denn die Realwelt dann in diese Blockchain? Ich habe einen Schaden an meinem Auto. Ja, von wem kam der? Das weiß die Blockchain ja nicht. Das muss ja irgendjemand in die Blockchain reinschreiben. Ideen gab es auch bei Menschenrechtsorganisationen, die ich beraten habe. Ja, es wäre doch total toll, wenn man in Ländern, wo Menschenrechtsverletzungen da sind, wenn dann sozusagen Menschen umgebracht werden und dann steht es in der Blockchain und dann kann man vor der UN sagen, ja, die haben das wirklich gemacht und da hat es diese Säuberungen, ethnischen Säuberungen gegeben und so weiter. Die Frage ist nur, wer hat die denn da reingeschrieben? Also hat sozusagen, haben die Diktatorinnen und Diktatoren an der Stelle, haben die da gesagt, das ist nicht passiert, aber weil wir die Blockchain so cool finden, lassen wir das jetzt eintragen, weil das muss ja die Welt korrekt abbilden. Ja, natürlich werden sie das nicht tun. Sie werden sagen, ja, in unserer Blockchain steht das nicht drin oder wir zweifeln eure Blockchain an. Das heißt, die Frage ist, wie kommt denn überhaupt die Realwelt in die Blockchain? Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Das heißt, diese Gewinnausschüttung bei Schadensfall, die ignoriert völlig, wie der Schadensfall in die Blockchain kommt. Und wie die da reinkommt, das ist natürlich eine soziale Aushandlung. Bin ich rechtlich verpflichtet, das zu machen? Ja gut, dann brauche ich auch keine Blockchain. Wenn ich rechtlich verpflichtet bin, das zu melden, dann kriege ich es vielleicht schneller ausgezahlt. Aber das ist immer so eine Frage, was jetzt tatsächlich die Gründe sind, warum Versicherungen da so langsam sind. Warum sind sie so langsam? Ja, weil sie anzweifeln, dass es passiert ist. Well, genau das ist das Problem. Okay, das heißt, was wir mit der Blockchain an der Stelle machen können, ist, wir können super gut und unveränderbar dokumentieren, was Leute behauptet haben. Und das können die Leute aber selber auch am besten dokumentieren, wenn sie es gerade behaupten. Na, das ist so ein bisschen schwierig. Also dann kann man die Leute auch einladen und die werden dann sagen, nee, bei uns gab es keine Menschenrechtsverletzungen. Und das haben wir heute auch schon. Okay. Was ist jetzt aber so ein bisschen, ne, ihr merkt an der Stelle, es gibt so diese nacheinander so diese Wünsche, die passieren so in so einem kleinen Universum und der gesamte Kontext, wie man dahin kommt, der wird ausgeblendet. Und weil man eben nur auf diesen kleinen Punkt guckt, diese technische Vermittlung von Blockgenerierungen, weil da die Probleme, die sozialen Probleme nicht sichtbar sind, deswegen läuft man rum und sagt, seht ihr, wir haben die Probleme gelöst, wir sehen sie jedenfalls nicht mehr. Okay, dann habe ich noch ein zweites, ganz grundsätzliches Problem. Das ist eine Sache, die wollen oftmals bestimmte Vertreterinnen und Vertreter der Blockchain nicht hören. Weil ich werfe es mal ein bisschen provokant in den Raum. Diese Blockchain-Idee, diese komplette Dezentralisierung, die folgt einem gewissen Mantra. Und zwar ist es das Mantra, ich habe es mal genannt, das neoliberale Mantra der Individualisierung von Risiken. Und zwar nicht von Risiken, die einzelnen Menschen haben, nämlich ein Risiko, ne, es ist ja mein Risiko, ob ich schnell oder langsam laufe, das ist eine Sache, die kann ich kontrollieren. Aber es gibt ja jede Menge gesellschaftliche Risiken, die ich gar nicht tragen kann, ob ich krank werde oder nicht. Das ist jetzt nicht, ne, es gibt Grippewellen und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Risiken, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das sind so Sachen, die haben mit einem ganz großen Gesamtsystem zu tun. Wir können ja mal Ökonominnen und Ökonomen fragen, ob irgendwie Vollbeschäftigung möglich ist. Und wenn die sagen, nee, es ist nicht möglich, dann heißt es per Menschen, die arbeitslos sind, oder arbeitssuchend heißt es ja, glaube ich, die arbeitssuchend sind, es gibt ja genug Arbeit, nur nicht genug Erwerbsarbeit, dann ist natürlich klar, wenn wir Vollbeschäftigung nicht hinbekommen, dann heißt es natürlich, ein Teil, der die Arbeitslosen, Arbeitssuchenden sind, die wollen ganz doll arbeiten, aber es gibt einfach nicht genug.
Ne, das ist so der Punkt. Das heißt, da jetzt zu sagen, ja, da musst du dich aber ein bisschen anstrengen, ist sehr, sehr zynisch. Und das haben wir ja gemerkt, ne, in der Sozialpolitik, ich schweife ab, ihr merkt. Das ist natürlich aber, was ich nur sagen will, ist, dass diese Blockchain-Richtung, dass die das Ganze genau in diesem gleichen Narrativ funktioniert. Warum sage ich das? Naja, das Narrativ ist, ne, du bist arbeitslos, ja, wir müssen fördern und fordern. Ne, und, also musst dich selber kümmern, musst dich einfach stärker kümmern. Dann, nächster Punkt, die NSA überwacht alle. Naja, da musst du halt selber verschlüsseln. Ja, du spielst doch bestimmt immer deine Updates ein und du weißt doch genau, welche Software du verwenden sollst. Und verfolgst du auch jeden Tag wirklich die Meldungen, welche CVEs jetzt gerade gemeldet werden? Kennst du dich auch wirklich mit deinem System aus? Passt du auch auf, in welchen Netzwerken du bist? Na, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das heißt, selber verschlüsseln finde ich großartig, aber das ist nicht digitale Selbstverteidigung, sondern digitale Notwehr. Das ist durchhalten, bis es besser wird. Ja, das ist, oder man könnte auch nennen, das ist eine Brückentechnologie. Oder nächster Punkt, ne, das hat, war ja auch mal ein bisschen in der Diskussion, zum Glück hierzulande nicht so, dieses, ja, die Wasserqualität ist so schlecht und irgendwie alle müssen sparen und unsere Wasserwirtschaft und Private-Public-Partnerships, die funktionieren ganz großartig, aber die Wasserqualität ist so schlecht. Ja, muss man halt selber filtern. Ne, wieder der nächste Punkt, bam, kannst du dich einfach selber drum kümmern. Du kannst dich, ne, es ist ja mal so schön, der souveräne oder der selbstverantwortliche, der mündige Bürger, die mündige Bürgerin, die wird immer dann genannt, wenn die genau diese Person über den Tisch gezogen werden soll. Ja, das kannst du doch machen, das ist doch Emanzipation, du musst dich doch emanzipieren. Und wenn man Leute mal genau fragt, sag mal, diese 100 Bereiche, in denen du dich jetzt allen emanzipieren willst, ist dir das vielleicht ein bisschen zu viel manchmal? Haben wir nicht vielleicht deswegen sowas wie Versicherungen, sowas wie Hygienevorschriften, dass man eben nicht Angst haben muss, in ein Restaurant zu gehen und vergiftet zu werden, dass man vorher irgendwie in die Küche geht und alles selber überprüfen? Nee, wir haben ein Hygieneamt. Man würde jetzt nicht sagen, ja, also was ist denn mit deiner Hygienesouveränität? Ne, also geh doch selber in die Küche und emanzipier dich mal ein bisschen. Nee, würden wir nicht sagen. Wir würden sagen, ja, wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Ich habe meinen Bereich und ich interessiere mich für die anderen. Aber es muss auch bestimmte Rahmenbedingungen geben. Deswegen sind wir eine Gesellschaft, in der ich mich halt nicht kümmere. Und darauf verlassen kann, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Und Blockchain, Bitcoin, Smart Contracts, ne, diese Beispiele mit, ah, dann kann, dein Rentenvertrag kann ja da drauf sein und so weiter. Ja, ich möchte mal die Leute in diesem Raum sehen, die ihren Rentenvertrag so programmieren werden, dass der in 30 Jahren immer noch korrekt ist. Keine Fehler gemacht. Denn, wenn es einen Fehler gibt, die Blockchain ist gnadenlos, der wird ausgeführt, wenn diese Konditionen erfüllt sind. Pech gehabt. IT-Sicherheit der eigenen Rechte und so weiter will ich ja gar nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es natürlich eine Lösung dafür, wenn man den eigenen Rechnern nicht vertraut. Man könnte ja Wallets bei Exchanges anlegen. Ach Mist, das wollten wir ja gerade nicht tun. Ne? Okay, das heißt also, was wir haben in dieser Denkweise, Bitcoin, Blockchain, ich nenne es jetzt zusammen, ist tatsächlich eine Rückkehr zu so anarcho-libertären Rechtesstärke. Die Leute, die gut programmieren können, die kriegen ihre Smart Contracts ordentlich geregelt. Die IT-Sicherheit können, die können auf ihre Bitcoins aufpassen. Und die Leute, die genug Geld haben, um sich, so wie Bitmain, um sich da einzukaufen und die Blockchain zu kontrollieren, die können eben auch sagen, bestimmte Transaktionen wollen wir halt vielleicht haben oder nicht haben. Das heißt also, dieses Problem, was wir da gerade versuchen zu lösen, ist, wenn man es tatsächlich mal in eine real existierende Gesellschaft reinsetzt, kommen wir damit einfach zurück zu den alten Zeiten, die wir nicht haben wollten. Wir wollten ja gerade eine Gesellschaft haben, die Steuerprogression hat. Das klappt auch nicht so richtig. Ne? Starke Schultern sollen mehr tragen und so weiter. Aber die sollen ja genau ausgleichen, dass die Schwachen ein bisschen gestärkt werden und die Starken ein bisschen geschwächt werden. Deswegen haben wir sowas wie Informationsfreiheit, dass große Unternehmen sagen müssen, was sie tun. Deswegen haben wir Datenschutz, dass die einzelnen kleinen, schwachen Subjekte in diesem Fall ist, dass die eben sagen, nee, meine Daten könnt ihr nicht einfach so benutzen. Ne, dieser Ausgleich, dieser naturwüchsigen Machtbeziehungen, das ist ja genau das, warum wir eigentlich idealtypisch so eine Struktur haben wollen. Und genau da sagt die Blockchain, nee, wir sind alle gleich stark und wir machen alle gleich mit und wir sind alle ein Knoten und zusammen können wir das schaffen. Und da habe ich ganz, ganz große Zweifel. Okay, dann gucken wir uns mal an. Ne, hatten wir schon mal Blockchain, ich will auch gar nicht über Permission und Private Blockchains reden, weil ich finde, das ist selber ein Oxymoron, weil eine Blockchain, die permissioned ist, das heißt, wo jemand sagt, du darfst mitmachen und du darfst nicht mitmachen, ja, da ist die Macht natürlich bei dem, der die Permissions vergibt, das ist eben auch wieder nicht die Idee, und bei einer Private Blockchain, wie gesagt, bin mir sicher, auf meinem Telefon habe ich auch eine Private Blockchain, die auf einem Rechner läuft, ne? Also da, das finde ich dann ein bisschen fast schon witzig, eine Private Blockchain.
Okay, unveränderlich habe ich schon gesagt, ne? Die Community entscheidet dann, was damit passiert. Und vielleicht noch ein Beispiel, ne, verteilt, hatte ich vorher schon genannt, ein Kommentar noch zu Smart Contracts. Die sind natürlich unveränderlich und automatisch, und das ist ja eigentlich so immer so ein Verkaufsargument, es ist doch super gut, dass die unveränderlich sind, dass die dann automatisch, da kann keiner rummeldern damit. Jetzt kann ich aber sagen, jaha, jetzt gucken wir uns mal Smart Contracts, warum heißen die Smart Contracts? Die heißen Contracts, weil die Leute, die gebaut haben, gedacht haben, ey, das ist doch wie ein Vertrag. Und Smart ist immer gut, weil es ist irgendwas mit Computern. Und Smart Contracts ist catchy, das ist so wie Big Data oder so, ne? Das zündet einfach. Wenn man sich aber mal mit Juristinnen und Juristen unterhält, was ist denn eigentlich ein Vertrag? Dann sagen die, naja, also ein Vertrag ist eine Verschriftlichung oder eine Manifestation eines Willens. Das heißt also, der Vertrag sagt nichts über sich selbst aus, sondern der Vertrag sagt etwas darüber raus, was die Vertragsparteien beabsichtigen zu tun. Und wenn es einen Disput gibt, dann wird innerhalb des Textes gesucht, aber nicht syntaktisch, ne, ist jetzt irgendwie die Variable C, war die jetzt 1 oder 0, sondern wird geguckt, ist die Formulierung des Textes, welche Art von Willen drückt das aus? Das heißt, dafür fehlt jetzt oben, ne, das ist so, hier oben diese Zeile ist sozusagen tatsächlich echte Verträge und das ist hier so Smart Contract Approaches. Das heißt also, der wahre Parteiwille, okay, das klingt ein bisschen kommunistisch, aber der Vertragsparteien, der wahre Parteiwille ist das, worauf es ankommt. Und der wird dann im Falle eines Disputes vor Gerichten durch Auslegung ermittelt, denn es geht nicht darum herauszufinden, was da dieser Text sagt, sondern was wollten die Parteien eigentlich bezwecken. Und dafür ist der Kontext natürlich total wichtig. Ob Leute total verzweifelt am Telefon einen Vertrag unterschrieben haben, ist natürlich ein ganz anderer Kontext, als ob man sich, ne, irgendwie nach einem Jahr Überlegung dann irgendwelche Immobilien gekauft hat. Dann ist der Kontext ja total wichtig. Das ist natürlich bei Smart Contracts, die werden halt ausgeführt. Da wird genau das ausgeführt, was im Code da steht. Aber entsprach das, was da im Code steht, genau das, was die Leute wollten? Ja, das ist so eine Frage. Ich gehe jetzt nicht weiter, ne? Also letzte Entscheidung durch Gerichte und so weiter. Der letzte Punkt, den ich noch nennen will dabei ist, wenn das Gericht entscheidet, da ist aber jemand übers Ohr gehauen worden. Der Vertrag war so formuliert und das ist irgendwie unbillig und so weiter, dann wird er halt annulliert und die Leute kriegen ihr Geld zurück. Und das ist total das Feature der Smart Contracts, dass man eben nicht das Geld zurückkriegen kann. Das heißt, das, was da als Feature verkauft wird, ist tatsächlich ein Bug, wenn man es wirklich mal in der Gesellschaft einsetzen würde. Ja, das ist ja der Punkt. Also, wir wollen ja, wenn der Vertrag tatsächlich annulliert wird, und das war nicht richtig, dann will ich nicht von den Malediven Post kriegen und so sagen, tja, hast du aber nicht gesagt. So, das wollen wir eben gerade nicht. Okay, dann gucken wir jetzt mal nochmal drei aktuelle Beispiele an, indem ich das nochmal so ein bisschen klar. Es gibt noch ganz andere Beispiele von Leuten. Es gibt so diese World Food Program, was vorhin so ein bisschen angesprochen worden ist. Da ging es um Hungerreduktion und Identitätsbau. Ich finde das super gut. Globale Identität, finde ich nichts toller als das. Interessant ist nur, das World Food Program, die haben eine Permission Blockchain und die läuft auch nur bei ihren eigenen Rechnern. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht weiter reden, warum da jetzt eine Blockchain notwendig ist. Konnte mir auch noch keiner erklären. Der nächste Punkt ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben gerade ein super großes, ne, Unterstützung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Asylprozess mit Hilfe von Blockchain. Cool, Asyl-Blockchain, das ist schon mal, ne, großartig. Ich würde eigentlich lieber über Steuervermeidung reden, aber gut, reden wir über Asyl. Also der Verfahrensablauf von dem Bundesamt zusammen mit assoziierten Stellen und vielleicht sogar europäischen Stellen soll dadurch koordiniert werden. Und dafür nimmt man dann Smart Contracts und wenn man sich das White Paper anguckt, das sind alles Stellen, mit denen man die ganze Zeit sowieso schon zusammenarbeitet. Es gibt auch schon eine europaweite Datenbank, die das machen würde. Aber tatsächlich, die Blockchain soll dann irgendwie dabei helfen. Und wir erinnern uns, die Annahme war, dass sich die Beteiligten nicht vertrauen. Okay, gut, meinetwegen, dann sagt uns das eben was über das Bundesamt aus. Okay, der letzte Fall, also keine Blockchain-Präsentation, also heute Morgen, die letzten drei Vorträge, ich war ja ganz erfreut. Die Blockchain-Breaches, die ich immer kriege, da muss immer noch ein Beispiel von Leuten in Afrika, die jetzt mit Mobile Payment total emanzipiert sind, mit rein.
Ganz wichtig, ich finde es super wichtig, der Witz ist nur, es gibt kein afrikanisches Mobile Payment System, was auf Blockchain basiert. Das ist SMS-basierter Bankzugang. Nichts weiter. Okay. Aber ich wollte es trotzdem mit draufschreiben. Ich dachte, ich teile uns auf, aber wie man es macht, macht man es gar nicht. Jetzt kann ich halt auf. Okay. Gut. Dann als letzten Punkt. Neulich hat Leon Kaiser. Neulich hat Leon Kaiser auf der Bits und Bäume, sehr zu empfehlen übrigens, Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ne, wo Hacker und Ökos sich treffen, ganz großartig, weil wir eigentlich irgendwie ähnliche Ziele haben, lebenswerte Welt und so weiter, kleine Monopole und so. Okay, aber Leon Kaiser hat da einen Vortrag gehalten im Sporangium, interessantes Format, ich lasse das mal so stehen, und er meinte, es ist doch interessant, eigentlich ist die Blockchain ein Rorschach-Test. Was du damit vorhast, sagt gar nicht so viel über die Blockchain selbst aus, sondern vielmehr darüber, was deine Probleme sind und was du dir so denkst. Und wenn man sich anschaut, was sind so die Dinge, sozusagen diese ganze Investitionsgeschichte und so weiter, das lasse ich jetzt mal raus. Das Interessante dabei ist eben an der Stelle, wofür soll Blockchain eingesetzt werden? Für die krassesten, härtesten Probleme, die wir als Menschheit überhaupt haben. Soziale Aushandlungen, Interaktionen, Vertragsparteien und so weiter. Genau die Sachen, da guckt man nicht so richtig rein und sagt, ja, Blockchain, die wird genau das lösen. Und da sieht man, ja, genau, man hört den Leuten zu und merkt, genau das sind ihre riesigen Probleme. Das wird die Blockchain nicht lösen, aber danke für den Blick in deinen Kopf. Okay. Nicht funktionieren, aber man kann auch Häuser mit SUVs abreißen, indem man die ganze Zeit dagegen fährt. Das geht auch, aber WTF. Okay, und deswegen Demokratisierung des Bankensystems, das wäre tatsächlich dran. Okay, ich halte mich jetzt mal.